glaube, dass wir mit dem Hamburger Konzept, mit dem, was wir entwickelt haben, was wir aber jetzt auch noch mit vielen Menschen in der Stadt und der Region weiterentwickeln werden, ein Konzept vorstellen, das wie Faust auf Auge auf die Reformagenda des IOC passen wird. Eine Second City, die aber den Willen hat, in der Welt sich zu behaupten und olympische wie paralympische Spiele ein wunderbarer Katalysator sind für die Stadtentwicklung, für die Sportentwicklung, für den Großraum Hamburg, aber auch für den Großraum Norddeutschland, sodass wir Nachhaltigkeit, Legacy, also olympisches Erbe, in besonderer Weise leben werden. Denn all das, was wir mit Olympia realisieren, ist eben etwas wie ein Beschleunigungsprogramm für Norddeutschland. Nachhaltige Spiele müssten nicht nur bezüglich der Sportstätten, des Hotels und der Anreise nachhaltig sein, sondern zum Beispiel auch durch Ausschluss von Doping, durch gleiche Chancen für alle Sportler. Und da sind noch ganz viele Bereiche zu nennen, die einem so bei nachhaltig nicht gleich einfallen. Auch, dass zum Beispiel die Bewerberstadt nachher nicht auf Riesenkosten sitzen bleibt, Geld, was dann an anderen Bereichen fehlen würde. Also das Thema Nachhaltigkeit bei Olympischen Spielen ist viel weiter, als es diskutiert wird. Ich verspreche mir für den Sport in Deutschland, dass da entsprechend jetzt gesehen wird, wir müssen den Nachwuchs fördern, wir müssen ihn vor allen Dingen auch sichten. Wir müssen wissen, was haben wir jetzt, wie viele Fußballer haben wir, wie viele Schwimmer haben wir, wie viele Turner und Leichtathleten haben wir und dass wir die entsprechend dann auch wirklich fördern und begleiten. Und das ist nicht nur eine finanzielle Geschichte, das ist einfach auch eine Personalgeschichte. Wir haben zu wenig Trainer, wir haben zu wenig Kompetenztrainer, wir haben zu wenig, die entsprechend die Nichtbehinderten und die Behinderten auch kompetent betreuen können. Und da muss ein wesentlich breiteres Spektrum aufgebaut werden und das flächendeckend in Deutschland. Erstmal müssen die Hamburger wissen, dass sie verdammt gute Chancen haben, die Spiele zu bekommen. Das ahnen sie, glaube ich, noch nicht so richtig, sonst wäre auch noch die Beschäftigung mit dem Thema größer. Das liegt daran, dass Deutschland im Augenblick insgesamt international gut dasteht, stabil dasteht, wirtschaftlich und politisch dasteht. Das sind wichtige Entscheidungsdeterminanten, aber auch daran, dass wir sehr lange die Olympischen Spiele nicht hatten. Das Zweite ist, was ich mitgeben würde, dass man natürlich versuchen kann, die Stadt noch schöner zu machen, gewisse Defizite zu beseitigen, aber dass ich es nicht übertreiben würde mit der Stadtentwicklung durch Olympische Spiele. Das ist nicht das primäre Ziel von Olympischen Spielen, sondern es geht erstmal darum, das schönste, größte Sportveranstaltung der Welt zu organisieren, den Sportlern eine tolle Wettbewerbe, sehr faire Wettbewerbe zu geben und die Zuschauer zu begeistern. Das ist das Thema von Olympischen Spielen.